Der Gemeinderat hat als wesentliches strategisches Ziel auch die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungsangebote genannt. Auch im Jahr 2013 standen der Ausbau der Kleinkindbetreuung und die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren im Mittelpunkt. Diesen Ausbau der Kleinkindbetreuung hat die Stadt Rastatt, wie ich meine, gut gemeistert. Eine Versorgungsquote von 31% der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren ist erreicht, die ausreichend scheint, da keine Warteliste besteht. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, wenn wir bedenken, dass wir 2008 mit nur 50 vorhandenen Kleinkindgruppenplätzen in den Ausbau gestartet sind und somit in den 5 Jahren 250 Kleinkindgruppenplätze geschaffen haben. Alle Eltern, die einen Platz zur Kleinkindbetreuung benötigen, können diesen in Rastatt in Anspruch nehmen. Für alle Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt stehen auch ausreichend Ganztagesbetreuungsplätze zur Verfügung. Für den weiteren Ausbau der Kleinkindbetreuung erhalten die verschiedenen Träger im kommenden Jahr Investitionszuschüsse in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Ein Großteil der Summe entfällt auf den Neubau einer 5-gruppigen inklusiven Kindertagesstätte der Lebenshilfe Rastatt Murgtal e.V. auf dem Gelände der ehemaligen Max-Jäger-Schule. Ich darf feststellen, dass wir damit natürlich auch auf den Fehlbedarf bei der Betreuung der Kinder über 3 Jahren reagieren. Und an dieser Stelle darf ich dem Geschäftsführer und natürlich auch dem Verein ganz herzlich danken, dass sie mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Für die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bildungs- und Betreuungsangebotes nehmen wir auch in den kommenden Jahren wieder viel Geld in die Hand, um dem gesetzten Ziel nachzukommen. Bis 2017 sind allein rund 5,7 Millionen Euro für die Unterhaltung unserer Schulen und Schulsporthallen vorgesehen. Neben diesen Unterhaltungsarbeiten kommen bis 2017 weitere rund 7 Millionen Euro Investitionen in diesem Bereich auf uns zu. Schwerpunkte sind dabei in den kommenden Jahren die Hans-Thomas-Schule, das Tuller-Gymnasium, die Halle in Wintersdorf sowie die Schulsportanlage in Ottersdorf, um nur einige Beispiele zu nennen. In der Umsetzung ist ferner die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Gustav-Heinemann-Schule bis zum Schuljahr 2015-16 zur Erweiterung unserer Angebotsvielfalt.